Moin miteinander, ich bin Silvi Gümann, 26 Jahre alt und gebürtige Leranerin. Ich habe den Fettnäpfchenführer für Ostfriesland im vergangenen Jahr geschrieben und arbeite immer noch weiter als Autorin und Journalistin. Respekt bedeutet für mich nicht, dass man immer einer Meinung sein muss. Das ist der Grundpfeiler unserer Demokratie, die wir hier haben in Deutschland und auf die wir stolz sein können, weil die es uns ermöglicht, friedlich miteinander umzugehen. Respekt bedeutet aber trotzdem, dass man seine Meinung durchsetzen kann und auch dafür sich einsetzen kann, aber trotzdem den anderen respektieren sollte und höflich miteinander umgeht dabei. Generell klappt es ja hier in Ostfriesland ganz gut, dass wir Respekt im täglichen Miteinander irgendwie durchsetzen und auch im Alltag einbringen. Ich würde mir wünschen, dass wir das auch im Netz schaffen. Wir sind in Ostfriesland ja eigentlich dafür bekannt, ein relativ wortkarges Völkchen zu sein und eben nicht zu viel zu sabbeln, wenn es nicht gerade sein muss. Und ich würde mir wünschen, dass wir genau diese Überlegungen auch im Netz haben. Muss das wirklich sein? Bringt mein Kommentar etwas? Hilft der irgendwie der Debatte oder der Diskussion? Oder schade ich damit eigentlich jemandem nur? Ich glaube, die Frage sollten wir uns alle stellen. Und ich würde mir wünschen, dass das im Netz auch klappt, damit wir auch da so ein schönes Völkchen sind, wie wir das auch sonst sind.